Unfug. Und? Larifari. Und? Larifari. Na komm, ein bisschen was Quatsch. Auf, ja. Quatsch. Larifari. So. Okay. Indes. Was tuscheln die beiden da? Das kann doch nicht kein anderes, solange die... Okay, Zeigestock. Das Fenster ließe sich leichter über den Hebel steuern. Das ist mir klar, aber ich versuche gerade... Schrott, das ist doch Unsinn. Ich bin doch nicht Meschugge. Sollst du den Leuten was zu ertrinken anbieten? Meschugge. Okay, bist doch Meschugge. Exe, was haben wir denn noch hier? Balkontür. Was halten Sie von der Präsentation, Mr. Indes? Glauben Sie, diese Blaualge ist eine Investition wert? Dieses Gewächs? Nie im Leben. Aber das hätte ich Ihnen auch schon vorher sagen können. Wenn Sie das schon wussten, warum sind Sie dann hier? Ich bin hier, um ein Ärgernis zu beseitigen. Ein Ärgernis so klein wie eine Mücke und so penetrant wie ein Stein in meinem Schuh. Und so aufdringlich wie ein übergewichtiger Norweger, der sich in Dinge einmischt, die ihn nichts angehen. Reden Sie ruhig weiter. Lassen Sie sich von mir nicht stören. Von was für einem Ärgernis sprechen Sie? Ich erzähle es Ihnen, wenn wir wieder allein sind. Vogelnest. Es tut mir leid, kleiner Vogel, aber ich muss mal... Die Zeiten, in denen man Kinder mit Hieben zur Ruhe gebracht hat, sind zum Glück vorbei. Okay, Wasser. Habt ihr Durst? Nein? Dann bekommt ihr auch nichts zu trinken. Okay, und dann lasse ich jetzt. Ich muss sie nicht einfangen, ich muss sie beruhigen. Klimaanlage. Also sie frisst zwar Strom, ist aber sonst absolut umweltverträglich. Was anderes käme mir auch nicht ins Haus. Das ist jetzt Fenster, Tür. So ein Schmarrn. Na, Mann. Wasserflasche an die Klimaanlage? Blanker Unsinn. Natürlich geht es nicht. Zeigestock an die Klimaanlage. Das ist doch Unsinn. Ja, okay. Indes. Ansehen. Was hacken die beiden bloß aus? Sehen Sie nicht, dass wir uns gerade unterhalten? Doch. Oder dachte ich, ich stelle mich einfach dazu. Sie sind hier nicht erwünscht. Damit hätten wir wohl beide das gleiche Problem. Sparen Sie sich die Sprüche und hauen Sie ab. Alles klar. Kann ich mit dem Barney nochmal reden? Hat der vielleicht irgendwas? Barney. Kann ich dich was fragen? Klar, schieß los. Was macht dieser Indes überhaupt hier? Er war auf einer Klimakonferenz in Oslo und muss da von unserer Forschung erfahren haben. Jedenfalls hat er mich danach gleich angerufen, um einen Termin zu vereinbaren. Dieser Mann ist einer der größten Umweltsünder unseres Planeten. Ich weiß. Aber wenn er am Ende unser einziger Investor ist... Dann verkaufen wir unsere Seele an den Teufel. Bent, ich weiß, du hörst das nicht gern, aber ich betone es immer wieder. Manchmal. Manchmal muss man eben Kompromisse eingehen, wenn man Gutes tun will. Wer sind die beiden am Tisch? Das sind Mr. und Mrs. Wagner von Wagner & Wagner in Vancouver. Sie sind extra aus Kanada hergekommen? Nicht ganz. Sie hatten sich ein Ferienhaus an einem Fjord gemietet, als sie von der Präsentation erfuhren. Na, hoffentlich sehen Sie das hier nicht als Tagesausflug. Das Letzte, was wir jetzt brauchen, sind Touristen. Was wir brauchen, sind Leute mit Geld. Und die beiden haben Geld wie Heu. Also bitte sei nett zu ihnen. Okay. Wer ist der Mann in dem weißen Gewand? Das ist Said Yanzir. Er ist Buchhalter eines der größten Ölmagnaten im Mittleren Osten. Bloß ein Buchhalter? Was hat ein Buchhalter denn schon zu entscheiden? Sein Chef wollte erst selbst kommen, hat dann aber kurzfristig abgesagt. Ben, die Zeiten sind schlecht. Wir müssen nehmen, wen wir kriegen können. Das sind ja Aussichten. Leider, leider. Die Guten verlieren meistens. Wer ist der Mann mit der gelben Weste und der Krawatte? Sein Name ist Mike Zenft. Er macht gerade Praktikum bei uns. Und? Hat er was drauf? Schwer zu sagen. Die meiste Zeit läuft er nur rum und macht sich irgendwelche Notizen. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich meinen, er recherchiert für einen Roman. Klar. Er will schon eine Geschichte über Typen wie uns schreiben. Ja, guter Einwand. Aber du weißt ja, Spinner gibt es immer und überall. Ich mach dann mal weiter. Viel Glück.
Netter Kerl, muss man ja mal sagen. Ich gehe hier erst weg, wenn ich weiß, was dieser Indes vorhat. Du willst also nicht weiter irgendwas Flaschenöffner? Na klar, nehmen. Hab ich gar nicht gesehen. Genau wie das dahinter. Snack. Nehmen. Und jetzt weiß ich, was ich mit dem Vogel mache. Schmeiß jetzt Snacks an den Kopf, bis er stirbt. Was auch sonst. Snack, Vogel. Mögt ihr Pistazien? Da. Brav. Na also. Und jetzt lauschen. Mal schauen, was die beiden so vorhaben. Herr Indes, drehen Sie sich nicht um. Wir werden beobachtet. Unmöglich, diese Norweger. Und schon sind sie wieder still. Alles klar. Flaschenöffner. Dann damit. Das passt ja wie die Krone auf die Maus. Na wunderbar. Stopper. Der Stein der Weisen. Ein Flaschenöffner auf einem Zeigestock. Und der Vorhang. Das ist doch Quatsch. Nein, der Vorhang soll zu sein. Und jetzt lauschen. Haben Sie Angst, die Alge könnte Ihnen den Markt kaputt machen? Wenn es wirklich eine Blümchenenergie geben würde, die sich jeder Tölpel auf der Veranda heranzüchten könnte, dann ja. Aber dieses Kraut bekommt doch nicht mal einen Toaster zum Laufen. Meine Sorge ist nur, dass diese Idioten in Oslo das anders sehen könnten. Und was wollen Sie dagegen unternehmen? Was jeder gute Geschäftsmann machen würde. Ich werde sie kaufen. Ein Exemplar kommt bei mir ins Regal. Der Rest auf den Grund des Meeres. Wo Algen eben hingehören. Bon voyage, Dr. Svensson. Arrivederci, Biostrom. Und das Schönste, solange sich niemand anderes dafür interessiert, bekomme ich das Ganze auch noch zum Schnäppchenpreis. Dieses Schwein. So, meine Herrschaften, die Pause ist vorbei. Wenn Sie bitte wieder Platz nehmen würden. Na, hoffentlich geht das jetzt gut. Wir kommen nun zur Live-Präsentation unserer Technologie. Wie Sie sehen, haben uns unsere Assistenten ein Exemplar der Alge bereitgestellt. Dr. Svensson, wenn ich Sie nun bitten dürfte. Sehr gerne. Er meinte mich. Lassen Sie mich das machen. Ich habe 30 Jahre an dieser Technologie gearbeitet. Ich weiß, wie man das Maximum aus ihr herausholt. Also gut, dann bitte. Na dann, also, Algenbehälter, Wagen, Generatorgewicht, Glühbirne, Algenbehälter. Für eine erfolgreiche Hydrogenase braucht die Alge Licht, frisches Wasser und Luft. Wagen? Für eine erfolgreiche Hydrogenase... Ja, ne, das kommt gut. Okay. Genug Licht hat sie jetzt. Genügend Licht? Was? Für eine erfolgreiche Hydrogenase braucht die Alge Licht, frisches Wasser und Luft. Frisches Wasser? Frischen wir die Alge doch mal ein bisschen auf. Oh. Mit Generator ansehen. Der Generator wandelt das H2 der Algen in Strom um. Glühbirne? Sie leuchtet schon etwas mehr, ist aber noch weit weg von überzeugend. Gewicht? Da liegt etwas Schweres auf dem Schlauch. Kein Wunder, dass der Generator so schlecht arbeitet. Nehmen wir es mal runter, ne? Dieses Ding liegt hier doch mit Absicht. Und schon kommt mehr H2 in den Generator. So. Die Alge hat nun Licht, frisches Wasser und das Gas kann ungehindert in den Generator fließen. Und die Glühbirne leuchtet. Bravo! Erkennen Sie etwa nicht die Genialität hinter dieser Performance? Das Einzige, was ich erkenne, ist ein Haufen Schleim in einem Aquarium. Dr. Svensson, da sich hier sonst keiner dafür zu interessieren scheint, ich würde Ihnen diesen Schleim liebend gerne abkaufen. Halt, einen Moment noch. Ich habe etwas vergessen. Die Präsentation ist noch nicht vorbei. Na, da bin ich jetzt aber gespannt. Machen wir jetzt was kaputt? Ich glaube... Ah, warte mal. Blanker Unfug. Sicher? Das Ding kann mir nichts als... Besser nicht. Mein Junge, dieser... Also gut. Ich packe den Akku in das Netz. Und jetzt? Wenn das funktioniert, dann glaube ich Faye von heute an jedes einzelne Wort. Ach, herrje.
Was haben Sie getan? Ich wollte nur... War das diese Nitrogenese, von der Sie gesprochen haben? Ich hätte nie geglaubt, dass 0,8% so kraftvoll sind. Dr. Svensson, anstatt ellenlange Monologe über Windenergie zu halten, warum haben Sie uns das nicht gleich gezeigt? Ich weiß es nicht. Fragen Sie meinen Vater. Er ist hier der ungekrönte Experte. Und, wer von Ihnen beiden bekommt jetzt unser Geld? Nice! Woo! Dieser blöde Arzt. Ich will mich hier nicht ausruhen und ich bin auch nicht krank. Fick, bitte komm! Hm? Hallo? Du musst verschwinden! In Anschlag! Alle werden sterben! Delvin! Was redest du da? Was für ein Anschlag? Die Al... Mist! Etwas stimmt mit der Antenne nicht. Wollte Oggi sie nicht an den Helikopter montieren? Oh nein. Hoffentlich hat er sie nicht kaputt gemacht. Ich prüfe das besser nach. Okay, ich glaube, das ist auch ziemlich wichtig, denn da scheint irgendwas jetzt mega falsch zu laufen. Da hat man mal Sonnenlicht und stellt den Schreibtisch trotzdem in die dunkelste Ecke. Naja, wenigstens sind die Menschen dann schon an das Leben im Bunker gewöhnt. Okay. Ach, scheiße. Wo bin ich denn hier gelandet? Ich kann ja das raus, okay. Was hatte ich denn noch hier? Ich hab... Was ist das? Konnte ich hier nicht gerade irgendwas anklicken? Nö, kann ich nicht. Tür. Schlafecke. Wow. Da könnte man ganze 5 Face drin stapeln. Okay, gut, wenn du... Ja, nur gut, ne? Was für ein schönes Material. Wie es wohl hergestellt wird? Aus Holz, aus Bäumen. Was für ein schönes Material. Würde dir nicht gefallen. Oh, mir hat jemand eine Nachricht geschrieben. Herzlich willkommen auf der Forschungsstation Atlas 11, dem Zuhause der international geschätzten Svensson-Hinrichs-Cyanobakterie. Mahlzeiten sowie Kaffee und Kuchen werden rund um die Uhr in unserer wunderbaren Kantine im ersten Stock serviert. Wenn Sie mit dem Festland telefonieren möchten, kontaktieren Sie bitte unseren leitenden Funker auf dem Dach. Wenn Sie sonst etwas brauchen oder vermissen sollten, wenden Sie sich bitte direkt an mich, Barney Flint, 2. Stock, hinterste Tür, einfach klopfen. Im Namen des gesamten Teams, Duwe Svensson und Lissa Hinrichs, wünsche ich Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und viele lehrsame Stunden. Gezeichnet Barney Flint, Managing Director. Bitte beim nächsten Mal noch langsamer lesen. Oh mein Gott. Öffnen. Benutze. Ich kann mich überall verstecken wahrscheinlich. Ich denke mal, das sollen so verschiedene Verstecke sein. Wollen wir mal schauen, wo wir jetzt... Ach du Scheiße. Nein, geht nicht. Und auf dem kleinen Schild hier steht auch warum. Wegen Umbauarbeiten ist die 23 bis auf weiteres außer Betrieb. Nicht schlimm. Ich habe ja noch meine 24. Toll. Habe ich hier irgendwas, das ich benutzen kann? Benutzen kann ich hier gar nichts, das ist einfach nur so ein... Wie soll ich jetzt bitte dann hier reinkommen? Also irgendwie, irgendwo reinkommen. Hä? Ich meine, es kann jetzt nicht der Sinn sein, dass die übers Dach klettern, oder? Oder? Hier geht's aber nicht lang. Hä? Muss ich das verstehen? Ach so, alles klar. Jetzt sind wir hier in einer Kantine. Aber hier geht's auch erst morgen weiter, meine lieben Freunde, oder bei der nächsten Aufnahme, je nachdem wie ich schneide. Denn wir wollen uns jetzt... wir wollen uns die Station nicht heute angucken, nur beim nächsten Mal. Und ja, bis dahin würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Und ich hoffe, der liebe Indes fällt ins Wasser. Liebe ausgedrückt. Tschüss!